Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück im Römischen Reich, in der Römischen Republik. Wir schreiben das Jahr 267 vor Christus. Und ich will nochmal daran erinnern, ihr wisst, das ist mein fünftes Let's Play. Das bedeutet nicht, dass es das fünfte Rad am Wagen ist. Nein, aber es ist ein besonderes, denn ihr könnt am Ende jeder Staffel entscheiden, ob es weitergehen soll oder nicht. Und das haben wir das letzte Mal zum ersten Mal gemacht. Und das Ergebnis war 86% für weitermachen. Und insofern gibt es gar keine Zweifel, gar keine Diskussion. Wir machen weiter. Wir sind am Ende des ersten Punischen Krieges angekommen, beziehungsweise ja, er ist erfolgreich beendet worden. Wir haben hier die wichtigen Inseln Korsika, Sardinien, Panormus und Syrakus, beziehungsweise Sizilien, bekommen. Malta habe ich so ein bisschen übersehen, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob wir es noch hätten bekommen können. Ist ja auch noch da. Und die Balearen hier, das ist alles noch Teil von Karthago. Aber es muss ja auch noch was übrig bleiben für den zweiten Punischen Krieg, der da bestimmt kommen mag. Wir haben vom Volk von Rom eine neue Aufgabe bekommen. Wir sollen Mazedonien angreifen, besetzen. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn wir haben doch hier wirklich einiges vor uns und zu tun. Es ist durch den Krieg hier viel liegen geblieben, Dinge, um die wir uns kümmern müssen. So, wir wollen erstmal versuchen, unsere Armeen nach Hause zu bringen. Wir werden deshalb den mal, hier liegt, glaube ich, noch unsere Flotte vor Anker. Warum darf die da eigentlich liegen? Ist egal, wir fahren sie raus. Und dann müssen wir mal nacheinander die zweite und die erste Legion nach Hause bringen. Jetzt ist überhaupt der Punkt, wie machen wir jetzt militärisch weiter? Ich stelle mir Folgendes vor. Wir werden eine kleine, so eine Art Garnisonstruppe hier in Sardinien und Korsika lassen. Ich glaube, hier ist die Bevölkerung nicht allzu hoch. 9, also 5 freie, 4 Sklaven. Welche Zahlen da auch immer hinterstehen mögen. Und da müssen vielleicht nicht, da reichen vielleicht 5.000, 6.000 Mann, die wir dort stationieren. Wir haben vom Limit her, das war die falsche Anzeige, hier muss ich reingehen. Wir können noch 10 Einheiten ausbilden. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir perspektivisch durchaus über dieses Limit gehen können, weil, schaut euch mal unsere Bilanz an, wir haben jetzt eine monatliche Bilanz von plus 4,5. Das ist schon sehr ordentlich und ich glaube, da können wir uns einen Schluck über den Durst leisten. Das werden wir aber erstmal vorsichtig überprüfen. So, das heißt, wir werden jetzt direkt mal ein paar neue Truppen ausbilden. Fangen wir hier an. Wir können ja nicht überall Legionari ausbilden. Aber hier oben und ich glaube in Etrurien auch noch, genau. Und im Picenum. Und ich glaube, bilden dann direkt nochmal. Na, lassen wir es mal bei 3 und dann nehmen wir noch 2 Bogenschützen dazu. Ich glaube nämlich, die meisten Rebellen sind Milizkämpfer und die sind, da sind Bogenschützen sehr gut geeignet. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir Bogenschützen? Ah, blöd. Manchmal klickt man hier so ein bisschen falsch. Da haben wir Sagittari. Muss ja in einer Provinz sein, wo es Holz gibt. So, da haben wir erstmal 5.000. Den Rest warten wir erstmal ein bisschen ab. Müssen wir nicht überstürzen, weil ich werde mich sowieso noch nicht gleich sofort in einen neuen Krieg stürzen. So, dann haben wir eine zweite wichtige Aufgabe. Wir haben, das können wir uns auch direkt mal angucken, wir haben 2 neue Regionen dazu bekommen, nämlich Sizilia und Corsica et Sardinia. Mit jeweils 2 Provinzen. Und das heißt, wir brauchen auch dort neue Gouverneure, die wir besetzen sollten. Dux heißt das hier. So, und da ist natürlich immer Raffinesse ganz gut, aber ich finde, gerade in solchen neu eroberten Gebieten ist eine Kombination von Raffinesse und Charisma erscheint mir am besten. Und wir wählen mal aus, das muss gar nicht so viel Raffinesse sein. Hier, Gaius Lutatius Catulus. Wählen wir mal aus, das scheint mir ein guter Mann zu sein. Er ist gerecht, das heißt, als Gouverneur minimales Revoltenrisiko,
minus 1 und Risiko lokaler Revolte, minus 1, sehr schön. Aber den nehmen wir nicht hier, den nehmen wir für Korsika, weil die Region da noch unzugänglicher ist. Sardinien, hier nehmen wir mal diesen hier. Paulus, der Führer der Militärpartei, der will zwar Pontifex Maximum werden, ist uns aber egal. Der wird jetzt hier Gouverneur. Und auf Sardinien den eben genannten werden wir auch noch einsetzen. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt ebenso schnell. Das war hier, ja. Gaius Lutatius Catulus. Okay, gut. Diese wichtige Sache haben wir erledigt. Dann, ganz wichtig, wir müssen unseren Handel mal wieder optimieren. Offene Handelsrouten sind schlecht, weil die Populisten dadurch Aufschwung bekommen. Wo haben wir die Handelskarte? Hier. So, wir machen mal Priorität Außenhandel. Viel ist nicht möglich. Karthago kommt nicht in Frage für uns. Insofern werden wir mal gucken. Hier Lycia, Ägypten. Ja, können wir mal probieren. Handeln wir mal, versuchen wir mal mit Korsika zu handeln. Weil, wenn wir dort Steine haben, falls dort Rebellen kommen, wäre das doch eine feine Sache. Haben wir den jetzt gesendet? Ja, ich glaube ja, ne? Hatte ich schon wieder vergessen, ob da mal so eine Anzeige kommt. Hier Antioch. Getreide. Machen wir mit Ager Bruzius. Und dann haben wir hier... Aber wir haben jetzt, glaube ich, ja, keinen Diplomaten mehr frei. Das muss dann noch etwas warten. So, dann will ich mal ein Wort zum Thema Omen sagen. Da wurde eine wichtige Sache erwähnt, die ich so ein bisschen aus dem Blick verloren habe, nämlich, dass wenn man kein aktives Omen hat, ich habe mich da immer ja vorgescheut, weil unsere Omen-Wahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, mit 43,9. Das heißt, wenn man ein missglücktes Omen bekommt, ist der Boni ins Gegenteil verkehrt. Man hat dann also minus, zum Beispiel hier minus 0,5 Moral und so weiter. Deswegen habe ich das bisher nicht gemacht, aber es gibt einen großen Nachteil, wenn man das nicht macht, nämlich, dass, jetzt muss ich hier mal auf meine Innenpolitik kommen, hier, dass, wenn kein Omen aktiv ist, egal ob ein gutes oder ein schlechtes, ihr seht es hier ganz unten in dieser Übersicht, kein Omen angerufen, dann erhält die Populistenpartei Unterstützung. Das ist etwas, was wir nicht wollen, zumal die doch schon die zweitstärkste Fraktion sind. Die sind nämlich wirklich unangenehm, wenn sie die Mehrheit haben. Die verhindern alles Mögliche und ja, blockieren im Prinzip fast jede Form von Politik, insbesondere die, die wir vorhaben. Also, und das Zweite ist, das ist ein eher regeltechnisches Argument, aber ein viel wichtigeres Argument ist die Tatsache, dass es eigentlich absurd ist, die Vorstellung, dass man an einen Götter glaubt, aber nicht sie anruft, weil man Angst hat, dass sie einen strafen werden. Das ist irgendwie eine sehr merkwürdige Vorstellung von Religion. Ich glaube auch nicht, dass das damals so war. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn Dinge dann nicht geklappt haben, sie gesagt haben, die Götter waren erzürnt und sowas alles, aber dass sie im Vorfeld gar nicht erst die Götter angerufen haben, also ich glaube, das hat es nicht gegeben. Besonders nicht, wenn sie gedacht haben, oh, die Omen-Wahrscheinlichkeit ist heute sehr gering. Also, deswegen werden wir das jetzt völlig anders handhaben. Wir werden immer stets ein Omen, ein neues Omen anrufen. Und wir werden das auch nicht taktisch machen. Ich werde mir also nicht überlegen, zum Beispiel, welches ist am wenigsten schlimm, wenn es schief geht. Das ist für mich gamey, das machen wir nicht, sondern wir, zum Beispiel könnte man sagen, okay, Schutz des Vulkans, wenn defensiv minus 50%, in der Friedenszeit ist das völlig Banane. Nein, wir werden rollenspielerisch, wir werden historisch authentisch uns überlegen, was würden diejenigen in der Situation wohl, zu welchem Gott würden die beten wollen und um seinen Schutz beten. Und das werden wir dann auch versuchen. Und wenn es dann eben schief geht, damit müssen wir dann leben. Das ist dann eine zusätzliche Schwierigkeit. Aber wir werden vorher noch eine andere Sache machen, nämlich wir werden ein Gesetz hier beschließen. Lex Aelia et Fufia heißt das. Diese Gesetze erweiterten das Recht auf Obnunciatio. Schlechte Berichte zu Omen, die an den legislativen Versammlungen gesehen wurden, was ein Ende der öffentlichen Geschäfte bis zum nächsten gesetzmäßigen Tag zur Folge hatte. Also das ist jetzt die Worterklärung für Obnunciatio. Dieses Recht
Das wird auf alle Magistrate erweitert, statt nur auf Mitglieder des Kollegs von Augur. Und ja, klingt jetzt total kompliziert. Wir können das derzeit machen. Und die Konsequenz ist, die Erfolgschance erhöht sich um 10%. Das heißt über 50 dann. Aber die Stärke reduziert sich um 10%. Ich denke, das ist okay. Dadurch, dass mehr Leute darüber bestimmen können, ist es quasi ein Stück weit beliebiger. Aber die Erfolgschance wächst dadurch auch. So, wir machen das einfach mal. Wir verlieren dadurch Stabilität. Ist dann so. Aber das Ganze ist eingeführt. Und wir werden uns gleich mal anschauen. Ja, ihr seht, 54% jetzt fast. Welches Omen wir denn anrufen. Und ich denke, in dieser Situation, wo wir 4 neue Provinzen dazu bekommen haben und wo dort das Revoltenrisiko ein Riesenproblem ist, da werden wir mal um... was haben wir hier? Was wollten wir hier? Hier. Ruf des Saturns. Wir werden Saturn anrufen. Risiko nationaler Revolte würde sinken. Und ich bin gespannt, was passiert. Nicht erfolgreich. Ja, da haben wir es. Sehr schön. Das dauert jetzt ein Jahr an und das Risiko der nationalen Revolte steigt damit noch mehr. Und ihr seht es jetzt hier, das ist schon ziemlich dramatisch. Syrakus, Panormus 11,6, Sardinien 10,6. Okay, das ist eben die Konsequenz aus dieser Geschichte. Gut, eine letzte Sache. Wir müssen mal ein bisschen... Oder nein, lasst uns erstmal hier in Ruhe die Legion überbringen. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass beide Versuche, eine Handelsroute zu etablieren, gescheitert sind. Insofern werden wir das aber nochmal probieren. Bei der letzten, die ich da im Blick habe, hatte ich... Ach nee, hier oben ist auch noch was. Kolchis. Nee, am 9. April ist es wieder möglich. Na gut, dann ist es so, wie es ist. So, wann kommt ihr denn endlich in Karthago an? Wir wollen euch hinüberbringen in die Heimat. Oh ja, das hatte ich ja eben ganz vergessen zu erwähnen. Es gab hier Barbaren, die auf uns zu marschiert sind. Aber wir waren da sehr erfolgreich im Zurückschlagen hier oben. Gott sei Dank, unsere dritte Legion oder Aemilius Papus, die steht dort sicher. So. Die Zeit geht hier recht langsam voran, merke ich immer wieder bei Rom. Ihr seid jetzt endlich auf den Schiffen und wir fahren... Ja, wo fahren wir die erst... Ist das die erste Legion eigentlich? Ne, das ist die zweite Legion. Ich denke mal, die stationieren wir auf Syrakus. Um ein bisschen potenziellen Revolten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und die andere werden wir aber auf dem Festland stationieren. Hier kommt, wie gesagt, diese Garnisonstruppe hin. So, wir haben aber den besagten 9. April schon gehabt. Wir gehen nochmal auf die Handelskarte und versuchen wir es mal in Amisus. Getreide ist auch sehr schön. Wo wollen wir dann besonders Wachstum haben? Oh, auf jeden Fall. Ach, da oben Bononia. Ach nee, das hat schon Getreide. Schade. Hätte ich gesagt, da brauchen wir welches. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier Korsika. Das ist eigentlich egal. Panormus. Mal gucken, ob das klappt. Und hier Kolches Fisch. Was bringt Fisch nochmal? Fisch bringt Soldaten plus 0,1. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Machen wir aber, na doch, eine von unseren Kernprovinzen sozusagen. Nehmen wir mal Umbrien. Mal gucken, ob das hinhaut. Wenn das auch nicht hinhaut, dann ja. Oh, einmal hat es immerhin geklappt. Sehr schön. Den Rest müssen wir jetzt mit lokalen Handelsrouten irgendwie über die Bühne bekommen. Beginnen wir mal mit Tarent. Wo liefern wir das hin? Wo liefern wir das hin? Ich würde mal sagen, nach Umbrien. Jawohl. Okay. Dann haben wir Syrakus. Sogar 2 verfügbare Routen. Das kommt vermutlich gar nicht hin. Das schicken wir dann nach Agerbrutius. Okay. Und Syrakus kann nochmal. Genau, nach Korsika. Sehr schön. Und hier haben wir jetzt tatsächlich nochmal 2 Getreideruten, die wir nicht belegen können intern. Ich weiß nicht, ob man das hätte geschickter machen können. Warum ist jetzt zum Beispiel...
Ach, da wird schon Getreide geliefert. Das geht also nicht. Ja, wir haben also zwei Routen, die wir jetzt nicht belegen können. Jetzt gucke ich direkt nochmal, was die Populisten dazu sagen. Na, zeig mir es nochmal an. Ja, immer noch 15%. Das heißt, es wird nicht skaliert. Okay. So, und wir haben jetzt schon wieder einen neuen Konsul. Und das ist Lucius Aemilius Barbula. Und den kennen wir. Barbula ist der Anführer, ich glaube, ich weiß gar nicht, der zweiten Legion, genau. Ja, ein Kriegsheld erster Güte. Und der gute Mann, den schauen wir uns jetzt doch nochmal direkt ein bisschen genauer an. Und war er nicht schon mal Konsul? Mir kommt es so vor. Ganz am Anfang. Ja, 473, 74, da war er Konsul. Also er ist wieder dran. Ein altgediente Recke, 64 Jahre schon alt, ein Eroberer, extrem beliebt, mit vielen Loyalen. Oh, aber halt tolerant, das heißt, als Herrscher sinkt seine Ohmstärke. Na schön, argwöhnisch ist er noch und listenreich. Extrem beliebt, der Mann. Okay, so, jetzt warte ich mal. Was haben wir hier? Piraten, drei Schiffe. Um die können wir uns dann auch nochmal kümmern. Ich will nur warten, bis die Legion endlich hier ist. Dann schicken wir die Schiffe hier rüber, um dann auch die erste Legion nach Hause zu bringen. Und die erste Legion, das wird nochmal ein richtiges Problem werden. Dazu kommen wir gleich. Jetzt versammeln wir erstmal die neu gebaute Garnison nach Etrurien, die wir nach Sardinien rüberbringen wollen. Wie sieht es denn aus mit den Revolten? Es sieht immer noch nicht gut aus. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich wollte hier einen von den Populisten absetzen. Hier diesen Ädil. Der gefällt mir gar nicht. Da finden wir doch noch einen besseren. Und zwar hier, Marcus Ottilius Crassus. Der will nämlich Ädil werden. Sieht insofern, ich glaube, das wird okay werden. Mit der Loyalität. Wo haben wir ihn hier? Crassus. Ah ne, der ist ja auch. Na, das ist ja blöd. Dann kommt der natürlich nicht in Frage. Der muss gewechselt haben, weil ich hatte mir das im Vorfeld eigentlich angeschaut. Da gehört er noch zu einer anderen Fraktion. Der will Herrscher werden. Das kommt nicht in Frage. Piktor. Aha, der war. Ja, der war gerade Konsul. Das war gerade unser Konsul. Der könnte das machen. Der könnte das machen. Den nehmen wir. Gut. Dann haben wir die Sache auch geklärt. Okay, hier kommen die Barbaren zurück, aber die haben zum Glück gar keine Chance. Wieder nur 68 Soldaten getötet worden. So, unsere Flotte ist jetzt hier angekommen. Und die erste Legion, genau, dazu wollte ich noch was sagen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir sie nach Rom stellen sollen. Da gibt es nämlich ein kleines Problemchen. Vielleicht machen wir das anders. Wir bringen die erste Legion hier hin und die bringen wir nach Rom. Eine Legion muss auf jeden Fall in Rom sein, denn hier führt ein etwas fragwürdiger Mann die Legion an. Wir gucken uns den gleich an. Euch ist er natürlich bekannt als einer der Helden von Karthago, Fabricius Lucchinus. Und der ist zwar, ja, ein ganz fähiger General, aber seine Loyalität ist inzwischen auf null gesunken und er hat wirklich, vor allem weil er fast seine gesamte Legion, 18 loyale Einheiten hat er. Wahnsinn. Dabei selbst nur 15 in seiner Legion. Also eigentlich müssten wir, der Typ ist auch noch korrupt dazu, eigentlich müssten wir den absetzen. Ist aber absolut nicht möglich, weil, ja, seine Loyalität zu gering wird. Er erlaubt es einfach nicht. Also ich kann es nicht anwählen. Er lehnt es ab, das Kommando aufzugeben. Jetzt hätte ich ein paar Optionen. Ich könnte versuchen, ihn einzukerkern, was allerdings das Risiko eines Bürgerkrieges mit sich bringt. Ich könnte versuchen, ihn zu ermorden. Ja, Erfolgschance 3,3% ist nicht gerade sehr hoch. Tja, ich könnte noch versuchen, ihn zu bestechen. Das erhöht, wie ihr seht, die Loyalität von 5 bis 35. Toll wäre ein Triumphzug, aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, ist das derzeit nicht möglich. Also wir müssen es erstmal abwarten. Also ich will ihn jetzt nicht in eine offene Rebellion gleich treiben. Vielleicht
gibt es eine Möglichkeit, dass wir ihn über die 50 Loyalität bringen und dann absetzen können. So, Babula hat den Ruf, sich den falschen Moment auszusuchen, um das Richtige zu tun, beziehungsweise den richtigen Moment, um das Falsche zu tun. Diese Fehleinschätzungen sind mittlerweile legendär geworden. Na toll. Er erhält die Eigenschaft Töricht. Das ist natürlich unschön. Und wir haben nochmal... Gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was Töricht eigentlich jetzt bedeutet. Töricht bedeutet Raffinesse minus 1, Charisma minus 1. Das ist natürlich nicht so schön, weil das globale Auswirkungen hat. Ihr seht es, pro Raffinesse Punkt gibt es Steuermodifikatoren, Handelseinkommen und so weiter. Und Charisma ist natürlich auch für die nationalen Revolten von Bedeutung. Okay, liebe Leute, das war der Einstieg. Wie immer bei mir am Anfang ziemlich viel gequatscht, aber ich denke für den Hintergrund, für euren Hintergrund auch ziemlich wichtig. So, die Friesen kommen hier immer wieder, versuchen es, aber sie haben keine Chance gegen die dritte Legion. Ist der Mann hoffentlich einigermaßen... Oh ja, die Loyalität ist sehr schön. Das kommt aber, weil er noch nicht keine eigenen loyalen Truppen hat. Das ist der große Unterschied. Bei ihm könnten wir einen Triumphzug abhalten, aber nicht bei ihm. Man muss eigentlich im letzten Jahr eine gewonnene Schlacht haben. Ich dachte, Lusquinus hätte eine gewonnene Schlacht gehabt, aber vielleicht ist das nicht der Fall. Okay, liebe Freunde, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um unsere außenpolitischen Perspektiven. Wie wollen wir das angehen hier mit Griechenland? Denn darauf richtet sich jetzt unser Augenmerk. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.